Liebe Schmetterlingsfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schmetterlingsquiz Nummer 5. Heute zeige ich euch einen Falter, der in lichten Wäldern vorkommt, aber auch auf Brachland, wo eine ganz spezielle Pflanze auf alle Fälle vorhanden sein muss. Das Geißblatt. Das windende Geißblatt oder das Waldgeißblatt sollte in dem Habitat auf alle Fälle als Eiablagepflanze vorhanden sein. Die Pflanze muss vollsonnig stehen, sonst legen die Weibchen keine Eier ab. Dieser einzigartig wunderschöne Schmetterling ist im Mittelmeerraum sehr häufig anzutreffen. Aber hier in Deutschland ist er wirklich ausgesprochen selten geworden. Man findet ihn vereinzelt noch in der Schwäbischen Alb. Und auch nur dort, wo die Bedingungen wirklich passen. Dieser Schmetterling profitiert unter anderem davon, dass über unser Land Stürme hinwegziehen und plötzlich das Geißblatt sonnig steht, wo es doch vor dem Sturm noch im Schatten der großen Bäume zu finden war. Ganz früher einmal, vor über 100 Jahren, hatte dieser Falter einen anderen Namen als heute. Man nannte ihn Zaunlilienfalter. Dieser Schmetterling zeigt ein außergewöhnliches Verhalten. Er lässt sich von ganz übel riechenden Substanzen anlocken, wie zum Beispiel Kot. Hier im Bild zum Beispiel von Marderkot. Das könnte auch Fuchskot sein. Aber auch Gewölle, was ganz übel riecht, das zieht ihn magisch an. Ganz selten mal trifft man ihn auf weißen Blüten an, aber das bildet eher die Ausnahme. Seine Flügelspannweite beträgt etwa 6 cm und damit ist er schon ein sehr großer Tagfalter für deutsche Verhältnisse. Auch Schweißgeruch lockt diesen Falter magisch an. Und man kann ihn auch mit süßen, etwas überreifen Früchten anlocken. Wie das so in der Nomenklatur für die Schmetterlinge üblich ist, besteht der wissenschaftliche Name aus zwei Begrifflichkeiten. Einer ist griechisch und der andere ist lateinisch. Der griechische Name bezeichnet einen Beinamen der Göttin der Jagd, also Diana. Man kann auch den Namen mit Hafen, Schutz, mit Bucht oder Zufluchtsort beschreiben. Und
Der zweite lateinische Name lässt sich am besten übersetzen mit zurück, wieder, entgegen, etwas in die Länge ziehen, verzögern, führen, leiten oder hinführen oder abführen, ableiten oder mitnehmen. Sicherlich ist auch interessant zu wissen, dass sich es bei diesem Schmetterling um einen Vertreter der Edelfalter handelt. In unseren Breiten, dort wo er noch vorkommt, macht dieser Falter eine einzige Generation im Juni. Im Mittelmeerraum gelingen dagegen zwei Generationen. Eine schon im Mai und eine zweite im August, September. Die Raupen dieses Schmetterlings sehen sehr bizarr aus. Sie sind mit vielen Stacheln und Dornen besetzt, die allerdings nur zum Schein da sind. Leider sind erfahrungsgemäß die Raupen dieses wunderbaren Schmetterlings sehr häufig von Parasiten befallen. So entwickeln sich aus den Raupen leider Gottes allzu häufig keine Schmetterlinge, sondern eben die Parasiten selbst, zum Beispiel Schlupfwespen oder andere. Dieser Schmetterling zählt wirklich zu den absolut schönsten Schmetterlingen unserer Fauna und ist ein wirkliches Juwel unter den Tagfaltern. Na, liebe Schmetterlingsfreunde, habt ihr erraten, um welchen tollen Falter es sich hierbei handelt? Die Flügeloberseite dieses fantastischen, schönen Schmetterlings ist oft bei den frischen Exemplaren vor allen Dingen mit einem strahlend blauen Schimmern belegt. Ich löse jetzt das Rätsel auf. Bei diesem Schmetterling handelt es sich um den sehr seltenen blauschwarzen Eisvogel. Sein wissenschaftlicher Name lautet Limanitis reducta. Ich bedanke mich sehr für euer Interesse und verabschiede mich. Auf bald. Tschüss.